Ja, herzlich willkommen hier in unserer Linkhalle in Nürnberg. Wir sind hier gerade beim Filmdreh für den Fraunhofer Preis. Wir haben jetzt über 10 Jahre an der Technologie gearbeitet, bis wir endlich das kommerzialisieren konnten. Dann noch einen Preis zu kriegen, das ist natürlich super. Sehr interessant, sehr spannend. Und ich sehe schon, ihr habt das lustig. Achtung und bitte. Im Prinzip geht es darum, mit möglichst wenig Energie von einer Stelle zur anderen Stelle viele Daten übertragen zu können. Mayotte ist der Ermöglicher für das Internet der Dinge. Dadurch kriegt man die physikalische Welt in die Cloud. Ganz locker. Die war jetzt anstrengend, ja. Vor allem die Position zu halten. Dadurch, dass man noch keine Hollywood-Karriere hat, ist es schon so eine Art Premiere, ne? Also es ist schon lustig, muss man sagen. Auch ein bisschen aufregend natürlich, ne? Ob man es richtig so hinbekommt, was dann die Kamera oder so wollen. Toll, so einen Film dann auch zu haben, auch für die Außenwelt etwas zu haben, was man zeigen kann. Ich glaube, das ist schon was Besonderes. Der erste Drehtag war sehr spannend. Ich habe ganz, ganz, ganz viele nette, witzige Leute kennengelernt und auch mit den Kollegen. Es macht natürlich wahnsinnig Spaß. Heute haben wir noch unsere Einzelinterviews. Das wird sehr interessant. Die Kamera läuft. Okay, und bitte. Es ist ein schönes Gefühl zu sehen, dass die Arbeit, die man über Jahre lang mit einem ganz tollen Team gemacht hat, dass die jetzt eine Würdigung erfährt. Es ist einfach eine schöne Sache fürs Team jetzt. Fehlt noch irgendetwas? 2 Tage Dreh sind rum, waren ganz schön anstrengend, hätte ich nicht erwartet, aber tolle Atmosphäre und natürlich heute auch der Drohnenflug, natürlich auch spannend, von oben in der Halle gefilmt zu werden. Echt, echt heftige Tage, muss man sagen, und viel dazugelernt, also eine tolle Erfahrung. Ne? Mayotte, super Technologie und wir haben den Preis gewonnen. Top. Thank you.